Herzlich willkommen an unserem DigiSnack. Wir freuen uns sehr, dass ihr an unserem kostenlosen Webinar heute teilnehmt von der DigiComp Academy AG. An unserem heutigen Webinar befassen wir uns mit dem Thema Einführung in Google Analytics 4. Unsere Kursleiterin und Referentin Simone Ott wird euch heute das Thema näher bringen. Sie ist bei uns bei der DigiComp Digital Marketing Trainerin und Head of Marketing bei der Kaizen AG. Noch etwas zu der Aufzeichnung und zum Datenschutz. Das Mikrofon ist für alle stumm geschaltet. Die, die es jetzt noch anhaben, wäre ich froh, wenn sie das Mikrofon stumm schalten würden. Für Fragen können Sie gerne den Chat verwenden, weil heute so viele Teilnehmer dabei sind und so viele Interessenten da mitmachen, werden wir eure Fragen aufnehmen und in den letzten 5 Minuten stellen. Wir werden aber nur auf einige Fragen eingehen. Die restlichen Fragen werden wir im Nachgang euch mit einer Antwort zur Verfügung stellen. Das Webinar wird aufgezeichnet und im Anschluss veröffentlicht auf unseren Social Media Kanälen. Teilnehmerlisten und Videos bleiben jedoch verborgen. Und nach dem DigiSnack bekommt jeder Teilnehmer auch den Download-Link zu der Präsentation mit den Q&As per Mail zugeschickt. Ja, dann würde ich meinen, Simon, the stage is yours. Wir freuen uns sehr auf das Webinar. Super, danke vielmals. So, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum heutigen DigiSnack. Ich freue mich, sind ihr alle so zahlreich mit dabei. Ja, und dass ich euch in den nächsten 40 Minuten ungefähr ein bisschen erzählen darf über das GA4. Kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin schon seit 2016, seit 6,5 Jahren, bei der DigiComp als Kursleiterin für ganz unterschiedliche Themen. Eigentlich so ein bisschen die ganze Welt vom Digital Marketing, wie heute Digital Analytics oder Suchmaschinenoptimierung, Google Ads Kampagne, so ein bisschen ganz unterschiedliche Sachen. Nebenbei leite ich noch das Marketing von Kaizen und habe vorher bis im Sommer bei der WebRepublic als Digital Analytics Consultant gearbeitet. Und dort war das so ein bisschen mein Daily Business gewesen und habe ich schon mal so ein bisschen eintauchen in den letzten paar Jahren ins GA4. Liebe Simon, können wir das auf Hochdeutsch noch machen? Da hat gerade jemand darauf reagiert. Kein Problem. Alles gut. Ja. Kurz zur heutigen Agenda für die nächste Stunde. Ich werde euch eine kurze Einführung in das Datenmodell geben. Was hat sich jetzt verändert von Universal Analytics auf GA4? Wieso können auch diese Daten nicht übertragen werden? Dann, was sind die Unterschiede, was die Property anbelangt? Also wo finde ich jetzt welche Daten in den verschiedenen Berichten? Und zum Schluss wird es dann noch ein kleiner Input geben zu der Messung von verschiedenen Nutzerinteraktionen, weil das auch sehr essentiell ist für das Tracking-Setup mit GA4. Es wird wie so zwei Teile geben. Ich werde zuerst die Slides zeigen und dann auch noch einen kurzen Überblick geben in den Demo-Account von Google. Ja, letztes Jahr im März 2022 kam der große Knall von Google, dass Universal Analytics definitiv abgelöst wird. Es war schon relativ lange klar, dass sie an einem neuen Analytics, also dass das in Entwicklung ist. Aber es kam dann doch relativ überraschend letztes Jahr, dass ab dem 1. Juli 2023 das Universal Analytics wirklich abgelöst wird und dann die Datensammlung nur noch in GA4 möglich ist. Sie haben das ganze Datenmodell verändert, was auch dazu geführt hat, dass ihr die Daten, die ihr bis jetzt erzielt habt, von Universal Analytics nicht übertragen könnt in GA4. Man startet leider wieder wie so ein bisschen von Null bei der Webanalyse, kann aber Tracking-Setups oder auch Events, die ihr bereits eingerichtet habt, kann man als Basis nutzen und dann auch für GA4 verwenden. Aber man muss sich wieder neu mit dem Tool auseinandersetzen. Das Ganze sieht auch ein bisschen anders aus. Es hat neue Messwerte, das Datenmodell ist anders
Und die wichtigsten Einstellungen und Änderungen zeige ich euch jetzt gerne in den nächsten paar Minuten. Kurz zu den Vorteilen und zu den größten Änderungen, die es bei GA4 gibt. Zuerst mal links oben, wir haben neu ein plattformübergreifendes Tracking, das Google jetzt ermöglicht. Vorher waren eigentlich die verschiedenen Datenquellen isoliert voneinander. Also wir hatten ein App-Tracking, wir hatten ein Website-Tracking und neu können wir das Ganze konsolidieren in einer Web-Property. Wir können das also zusammen analysieren, aber auch getrennt. Dann haben wir neu die Verwendung von ereignisbasierten Daten und nicht mehr von sitzungsbasierten Daten. Ihr habt das vielleicht selber so gemacht in Universal Analytics, dass man immer die Sitzung analysiert hat, also welche Interaktionen wurden in einer Sitzung abgeschlossen, welche Conversions wurden generiert. Das ist neu in GA4 ereignisbasiert. Also man kann auch noch Sitzungen analysieren, aber man fokussiert sich mehr darauf, welche Ereignisse, also welche Interaktionen wurden auch wirklich abgeschlossen. Dann haben wir neu ein User-Centric Design. Also durch dieses ereignisbasierte Tracking ist neu der Nutzer im Mittelpunkt von unseren Analysen. Uns interessiert schon noch, was wurde in einer Sitzung generiert oder wie wird das App genutzt. Aber wir möchten viel mehr den Nutzer ins Zentrum stellen und eigentlich so die verschiedenen Touchpoints analysieren und dann auch optimieren können. Und auch ein großer Vorteil von GA4 ist die neue Benutzeroberfläche und die Individualisierungsmöglichkeiten. In Universal Analytics war man ja recht eingeschränkt, was die Individualisierung anbelangt. Also diese Berichte waren relativ fix und konnten eigentlich nicht verändert werden. Und das ist jetzt auch neu möglich mit GA4. Also wir können eigentlich das ganze Setup so verändern, wie wir möchten und auf unsere Bedürfnisse anpassen. Dann, wie gesagt, hat Google das Datenmodell verändert. Also das Datenmodell von Universal Analytics wird nicht verwendet in GA4. Das hat auch dazu geführt, dass wir eben die Daten nicht übertragen können. Also man startet wirklich wieder dort bei Null. Kurz als Erklärung, wie die Unterschiede sind zwischen diesen beiden Modellen. Und zwar ist das bei Universal Analytics sitzungsorientiert aufgebaut. Wir haben eigentlich drei Ebenen der Webanalyse. Wir hatten auf der ersten Ebene immer den Nutzer, welcher Sitzungen generiert. Also ich als Person komme jetzt auf die Digicomp-Webseite und führe verschiedene Interaktionen durch, gehe dann wieder weg und dann wurde mehr analysiert, welche Ereignisse wurden während dieser Sitzung eigentlich abgeschlossen. Das ist neu im Datenmodell von GA4 und zwar ist jetzt die ganze Webanalyse nutzerorientiert. Es sind nur noch zwei Ebenen, die verwendet werden und zwar ist das auch die Nutzerebene auf der höchsten Ebene. Also wir haben die Person, welche auf die Webseite kommt oder auf die App und haben dann verschiedene Ereignisse, welche abgeschlossen werden vom Nutzer. Und das kann sein ein Page-View, eine Lead-Generierung, ein Session-Start. Das sind alles einzelne Ereignisse, welche abgeschlossen werden. Und diese Ereignisse kann man dann analysieren mit verschiedenen Parametern. Und deshalb durch diese Veränderung vom Datenmodell kann man die Daten leider nicht übertragen ins GA4. Wir können aber diese Ereignisse, die wir in Universal Analytics schon eingerichtet haben, können wir nutzen und ein sogenanntes Remapping machen, damit wir das dann auch implementieren können. Google hat neben dem Datenmodell auch verschiedene Messwerte verändert. Hier zwei Messwerte als Beispiel. Wir haben zuerst die Engaged Session. Diese lösen eigentlich die Absprünge ab. Und zwar ist das jetzt so bei der Datenanalyse mit GA4, dass man sich nicht darauf fokussiert, welche Personen sind abgesprungen, also welche Personen sind wieder weggegangen, sondern man fokussiert sich mehr darauf, welche Sitzungen und Nutzer haben mit der Seite interagiert. Und dafür, damit es Engaged Sessions gibt, damit man in diesen Messwert reinkommt, gibt es drei Bedingungen. Also eine dieser Bedingungen muss erreicht werden. Zuerst einmal, dass die Sitzung mindestens 10 Sekunden dauert.
dass mindestens eine Conversion ausgelöst wird oder dass mindestens zwei oder mehr Seitenaufrufe getätigt werden. Und dann gilt eine Session als engaged. Also wenn wir vorher Absprünge hatten von 75, dann haben wir jetzt 25 engaged Sessions und können daraus eigentlich gute Zielgruppen bilden für unsere Kampagnen. Auch neu ist die Engagement Rate, also diese viel besprochene Absprungrate wird es nicht mehr geben im GA4. Und zwar bildet sich aus diesen Engaged Sessions die Engagement Rate. Und zwar ist das so, dass wenn vorher, eigentlich wie beim letzten Beispiel, wenn wir eine Absprungrate hatten von 75%, also wenn 75% von den Nutzern sofort eigentlich wieder abgesprungen sind oder keine Interaktion durchgeführt haben, haben wir jetzt einen Wert von 25% mit der Engagement Rate und können auch das sehr gut nutzen für Analysen, Optimierungen oder dann die Bildung von verschiedenen Kampagnenzielgruppen, damit wir uns wirklich fokussieren auf die Nutzer, welche mit uns interagiert haben. Dann auch eine wichtige Einstellung, die geändert hat mit GA4, ist die Ablösung von den Datenansichten. Also wir gehen weg von diesen drei Ebenen mit Konto-Property-Datenansichten und haben jetzt neu nur noch Data Streams. Und zwar ist ein Data Stream eigentlich eine Datenquelle. Das kann eine Webseite sein, das kann eine App sein. Und pro Datenquelle erstellen wir dann einen Data Stream. Und diese Data Streams können wir dann miteinander analysieren, um die ganze Customer Journey mit allen Touchpoints abbilden zu können. Aber wir können sie auch einzeln getrennt voneinander abbilden. Aber wir haben alles in einer Property zusammen. Wow. Wenn ihr jetzt viele Webauftritte habt, Apps, verschiedene Sprachen, dann muss man sich hier so ein bisschen eine Strategie überlegen, ob wir jetzt alles in eine Property reinnehmen oder ob wir hier getrennte machen. Das hängt ein bisschen von eurem Webauftritt oder eurer Strategie ab. Aber diese Datenansichten gibt es nicht mehr, sondern wir haben hier in der Property verschiedene Data Streams. Und die Filter können dann auch auf Property-Ebene hinzugefügt werden. Also wir haben nicht mehr wie vorher eine interne und externe Datenansicht beispielsweise, sondern diese Filter nehmen wir dann direkt eigentlich auf Property-Ebene vor. Wo wir diese Datenquellen sehen, diese unterschiedlichen Data Streams, werde ich dann nachher noch zeigen. Auch eine neue Einstellung sind die optimierten Analysen. Und zwar ist es jetzt so, sofern man das aktiviert hat, dass man direkt Interaktionen in GA4 automatisch aktivieren kann. Seitenaufrufe, Scrollvorgänge, also wie viel eigentlich von der Webseite gescrollt wurde, die Website-Suche, Video-Engagement, so verschiedene Interaktionsmöglichkeiten können... Oh, jetzt hat mein Bildschirm abgestellt. Seht ihr meinen Bildschirm noch? Ja, wir sehen deinen Bildschirm. Okay. Durch diese automatischen Interaktionen muss man keine Tracking-Einstellungen vornehmen, sondern automatisch eigentlich diese Interaktionen erkennen und nutzen. Also das erleichtert einem das ganze Tracking-Setup. Muss man aber aktivieren im Data Stream. Dann wechsle ich jetzt in die Property von GA4. Ich bin hier im Demo-Account drin von Google Analytics. Die haben so verschiedene Demo-Accounts, die man nutzen kann. Dort sind einfach Beispieldaten drin. Das gibt es für Universal Analytics, für GA4, wo man sich mal so einen Überblick verschaffen kann, wie diese Properties dann aussehen. Das ganze Look and Feel ist so ein bisschen anders als in Universal Analytics. Es gibt viel weniger Standardberichte und man muss sich mehr eigentlich zusammenbauen. Wir haben hier unten, ähnlich wie bei Universal Analytics, die Verwaltungsebene. Und hier sehen wir schon mal einen großen Unterschied zu Universal Analytics. Und zwar fällt hier auf der rechten Seite die Datenansichtsebene weg. Also wir haben nur noch die beiden Ebenen Konto und Property.
Und die Data Streams werden dann direkt hier in der Property erfasst. Auf Kontoebene, das ist gleich wie bei Universal Analytics, können die Zugriffe verwaltet werden. Man hat einen Überblick über alle Filter. Das wird hier auf der ersten Ebene gemacht. Und hier auf der Property-Ebene sind dann die Produktverknüpfungen und die verschiedenen Datenquellen. Wenn ihr hier in eure Data Streams reinklickt, seht ihr alle erfassten Datenquellen, die in euren Account reinfließen. Hier hat es jetzt in diesem Beispiel-Account nur eine Datenquelle, eine Web-Datenquelle. Und da könnt ihr reinklicken und dann seht ihr die zusätzlichen Informationen zum Stream. Und hier ist dann gleich ersichtlich, ob die optimierten Analysen aktiviert sind oder nicht. Also hier sehen wir Seitenaufrufe, die Scrollvorgänge, die Klicks auf externe Links und so weiter. Das wird automatisch erkannt von Google Analytics und in die Eventberichte mit einbezogen. Wichtig ist, dass nicht automatisch Daten in den Datenstream bzw. in die Berichte hereinfließen, sondern die Measurement-ID, die seht ihr hier oben, die muss erfasst werden im Quellcode bzw. im Tag Manager oder in einem Plugin, das ihr nutzt, damit Google auch die Berechtigung hat, um eure Daten auszulesen. Also ein Konto erstellen alleine reicht nicht. Ihr müsst unbedingt hier dann noch diese Measurement-ID hinzufügen. Also hier wären dann die verschiedenen Datenstreams ersichtlich. Auch wichtig ist hier die Einstellung mit den Dateneinstellungen. Und zwar haben wir hier die Datenaufbewahrung. Und das ist jetzt auch neu in GA4, dass hier standardmäßig die Aufbewahrung von Daten auf 2 Monate reduziert wird. Das könnt ihr erhöhen auf 14 Monate. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, ob es nochmal eine höhere Datenaufbewahrung gibt. Aber es wird nicht mehr möglich sein wie in Universal Analytics, dass ihr über verschiedene Jahre alles im Analytics-Account sammeln könnt. Falls ihr noch auf diese Daten zugreifen möchtet, könnt ihr das exportieren und dann in einem Report beispielsweise darstellen. Aber das ist auch eine große Änderung zu Universal Analytics. Und dann haben wir hier auch auf Property-Ebene die verschiedenen Produktverknüpfungen. Das ist auch wichtig, dass wenn ihr mit Google Ads beispielsweise Kampagnen schaltet oder auch SEO-Analysen mit der Search Console macht, dass ihr das hier verknüpft, damit eigentlich die ganze Bandbreite von Google Analytics genutzt werden kann. Das ist der Verwaltungsbereich. Also hier steuern wir, was wird angezeigt in den Berichten und wer hat Zugriff auf welche Daten. Dann haben wir hier den Berichtebereich. Der sieht ganz anders aus wie bei Universal Analytics. Wir haben viel weniger Daten oder Standardberichte hier zur Verfügung, können aber diesen ganzen Bereich individualisieren, sofern wir Administratorenrechte auf die Property haben. Wir haben hier zuerst einen kurzen Überblick, welche Daten sind im gewählten Zeitraum. Hier oben rechts kann man jeweils den Zeitraum einstellen, sind generiert worden im Account. Hier oben sieht es auch ein bisschen anders aus mit den Segmenten. Also wir können hier oben steuern, welche Daten angezeigt werden. Das sind eigentlich wie Teilmengen, die isoliert werden können und jederzeit wieder herausgelöscht werden. Und hier könnten wir zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt alle Nutzer im Vergleich zu den bezahlten Nutzern sehen und dann berechnet es automatisch diese Daten neu. Wir haben auch wie in Universal Analytics den Echtzeitbericht, wo wir sehen, was passiert jetzt gerade auf der Webseite, welche Seiten werden aufgerufen, welche Nutzer haben wir, über welche Datenquelle. Genau. Und dann haben wir hier den Akquisitionsbereich. Hier geht es darum, um zu sehen, wie kommen die Nutzer auf meine Seite. Also sind das wiederkehrende Nutzer, sind das neue Nutzer, habe ich ganz viele Klicks über die organischen Suchresultate generieren können. Das wird alles in diesen 3 Berichten dargestellt.
oben rechts, ich habe jetzt auf diese Property keine Admin-Rechte, aber wäre hier noch so ein Bleistift und dort kann jeder Bericht dann so individualisiert werden, wie man möchte. Also dort kann man dann steuern, welche Messwerte sollten jetzt in diesen unterschiedlichen Diagrammen dargestellt werden. Also hier haben wir eine Acquisition Overview, dann sehen wir eine Aussplittung von den unterschiedlichen Channel-Gruppen und haben hier eigentlich ähnlich wie in Universal Analytics die Kombination von der Dimension mit den Messwerten. Also das ist immer gleich aufgebaut von den Analysen. Wir wählen immer zuerst die Dimension, die wir analysieren möchten, beispielsweise welche Seite wurde am häufigsten angeschaut oder welche Region funktioniert am besten. Und dann bekommen wir auf der rechten Seite die Messwerte zur Dimension. Nach dem Akquisitionsbereich haben wir Engagement-Berichte dabei. Oder bei diesen Berichten sieht man, wie die Zielgruppe mit der Seite interagiert hat. Also alle Ereignisse, Conversions und so weiter sieht man in diesem Bereich. Und hier sieht man jetzt schon die durchschnittliche Interaktionsdauer, also die von der Engagement Rate. Genau, und sieht hier alles zusammengefasst. Und bei der Monetarisierung geht es dann noch, je nachdem, ob man einen Online-Shop hat und ob man hier auch das E-Commerce-Tracking eingerichtet hat, wie die Performance vom Online-Shop ist, also wie ist der Gesamtumsatz, Umsatz aus E-Commerce und so weiter. Hier hat man auch zwei Standard-Reports und kann diese erweitern oder auch, wenn man keinen Online-Shop hat, diesen Bereich herauslöschen. Bei der Bindung geht es darum, um zu sehen, wie ist das Verhältnis zwischen den neuen und den wiederkehrenden Nutzern. Also habe ich ganz viele wiederkehrende Sitzungen, die immer wieder zu mir zurückkommen, oder habe ich laufend neue Sitzungen. Hier muss man einfach noch beachten, dass das immer cookie-basiert verläuft. Also diese Daten immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und dann haben wir zuletzt hier noch den Bereich über die Nutzer. Wir sehen zuerst, wie sind die demografischen Merkmale meiner Zielgruppe, also über welches Land haben sie am häufigsten zugegriffen, wie ist die Geschlechteraufteilung, Alter, und können so auch spannende Insights für die Kampagnen ableiten. Und hier noch ein Standardbericht über die Technologie, welche die Zielgruppe verwendet hat. Also wurde am häufigsten über Safari zugegriffen oder ja, welche Gerätekategorie funktioniert am besten. Das sieht man alles in diesen Standardberichten. Wenn ihr jetzt schon ganz viele Analysen mit Universal Analytics gemacht habt und dort wie eure Standardreports habt, bietet es sich auch an, diesen Bereich wirklich zu individualisieren und hier eigentlich wie ähnliche Reports nachzubauen, wie ihr es in Universal Analytics habt. Aber dafür braucht man eben die Admin-Rechte und dann würde man hier unten auch die Bibliothek sehen und dort kann dann alles angepasst und individualisiert werden. Das ist ein Riesenvorteil von GA4. Auch ein neuer Bereich ist hier die explorative Datenanalyse. Und zwar ist das ein Analyse-Hub und hier können wir selber unsere Berichte zusammenstellen. Also auch wenn ich keine Adminrechte habe, kann ich hier verschiedene Analysen durchführen und kann selber steuern, welche Dimensionen mit welchen Messwerten analysiert werden sollen. Man kann verschiedene Formate wählen. Also ich habe jetzt hier ein freies Format gewählt, das ist wie eine Tabelle, und kann hier selber die Segmente, Dimensionen und Messwerte verwenden, welche ich möchte, um dann diese Analyse zu bekommen. Also das ist auch ein riesiger Vorteil von GA4. Diese Datenanalysen kann man dann auch teilen und sind dann in den verschiedenen Accounts vorhanden. Wenn ihr jetzt aber im Team alle immer die gleichen Berichte braucht für eure Analysen, würde es sich anbieten, diese Datenanalysen hier in den Berichten
zu konfigurieren, damit man das einfach alles schön in diesem Bereich hat. Und die explorative Datenanalyse wäre dann vor allem dafür da, um vertieft eine Analyse durchzuführen. Hier haben wir dann noch den Werbungsbereich, also der ist aufgesplittet, das war vorher auch bei den Berichten drin in Universal Analytics. Hier ist die Voraussetzung, dass die Channels richtig verknüpft sind und dass man eben auf Property-Ebene hier alles richtig verknüpft hat und sieht dann schön, wie sind die Unterschiede zwischen den Channels, die man hinzugefügt hat oder welche erkannt wurden. Und hier sehen wir jetzt, wir haben in diesem Account am meisten Klicks bzw. Conversions generiert über die organische Suche und am wenigsten hier über Referral. Das sind Verweise von anderen Webseiten. Also hier haben wir den Werbungsbereich und vorher hatte es hier noch diesen Konfigurieren-Bereich. Hier wurden alle Parameter, Conversions und so weiter gesammelt und bearbeitet. Das ist jetzt neu im Verwaltungsbereich. Also Google nimmt immer mal wieder Änderungen vor am GA4. Es ist noch nicht fertig entwickelt, also lasst euch nicht beirren, wenn plötzlich etwas an einem anderen Ort ist oder wenn auch noch eine neue Einstellung dazugekommen ist. Auch für mich ist es teilweise, sieht es plötzlich wieder ein bisschen anders aus. Das kurz zum Überblick, wie GA4 aussieht. Dann noch zwei, drei Inputs zur Messung von den Benutzerinteraktionen. Und zwar ist es ja so, dass die Events, welche jetzt in Universal Analytics schon integriert sind, neu erfasst werden müssen für den GA4-Account. Also wenn ihr PDF-Downloads, Kontaktformulare und so weiter eingerichtet habt, dann müssen diese geremapped werden, sagt man dem, in den GA4-Account. Aber man kann diese Tracking-Infrastruktur, die man bereits aufgebaut hat, kann man nutzen für GA4. Also hier muss man nicht von neu beginnen. Durch das, dass GA4 eventbasiert die Datenanalysen durchführt, empfehle ich es unbedingt, dass man sich mal Zeit nimmt und überlegt, welche Interaktionen könnten wir zusätzlich messen auf unserer Seite und diese dann mit dem Google Tag Manager implementiert. Der Google Tag Manager ist ein Tool von Google, welcher das Tag-Management eigentlich vereinfacht, wie es der Name schon sagt. Durch dieses Tool können wir sehr einfach Code-Snippets, Conversion-Pixel, Tracking-Codes und so weiter verwalten und können eben eigentlich auch alles auswertbar machen auf unserer Website. Wir können dort wie Regeln definieren, damit wir Interaktionen in unserer GA4-Property auswertbar machen können. Das war jetzt im Schnelldurchlauf so ein Überblick, was GA4 bereithält und was die Änderungen sind im Vergleich zu Universal Analytics. Hier nochmals eine kurze Zusammenfassung, wie ihr jetzt am besten dieses Thema angehen könnt. Der erste Schritt ist immer die Erstellung der Property, also dass man definiert, wie setzen wir jetzt eigentlich unseren Account auf? Haben wir verschiedene Properties pro Webauftritt oder arbeiten wir mit den Data Streams? Wie werden diese Data Streams auch implementiert, dass dort auch wirklich die richtigen Daten mit reinfließen? Dann auch in der Property die optimierten Analysen aktivieren. Das würde ich auch unbedingt empfehlen, dass dort bereits verschiedene Interaktionen gemessen werden, automatisch von Google, wie zum Beispiel die Suche, Video-Engagement, das Scrolling-Verhalten kann man dann analysieren. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und dann würde ich auch ein Tracking-Konzept erstellen, oder einfach überlegen, welche Website-Interaktionen sind jetzt zusätzlich für uns noch wichtig, um gute Analysen machen zu können im GA4-Account. Dort wird eigentlich definiert, wie wird das Tracking aufgebaut oder welche Events werden danach wirklich gemessen. Das kann dann mit dem Google Tag Manager umgesetzt werden oder
ja auch auf der Website selber, aber es wird empfohlen über den Tag Manager. Hier kann euch auch gut eine Agentur unterstützen, weil das schon recht schnell kompliziert wird, so ein Tracking-Konzept. Dann unbedingt auch darauf achten, dass ihr die ganze Bandbreite hier von Google nutzt. Also wenn ihr verschiedene Google-Produkte im Einsatz habt, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, dass ihr hier die Verknüpfungen herstellt zwischen den verschiedenen Accounts, dass man hier das Potenzial nutzen kann, weil diese Berichte bzw. diese erzielten Daten werden dann auch integriert in eure GA4-Property und so seht ihr dann eigentlich die ganze Customer Journey abgebildet, von Google Ads, Kampagnen über Search Console Performance bis hin zur Website-Interaktion. Und dann ist es auch wichtig zu definieren, was sind die wichtigsten Daten für mich, was möchte ich auch wirklich analysieren, was möchte ich sehen in meinem Account, und das bildet dann die Basis für die Individualisierung der GA4-Property. Weil meistens braucht man nicht alle Standardberichte, die jetzt bereits im Account drin sind, wie zum Beispiel der Online-Shop oder irgendwelche technologischen Daten. Und es hilft, wenn ihr euch eine Strategie überlegt und definiert, welche Daten sind für euch essentiell und dann auf oder anhand von diesen Analysen oder Definitionen den GA4-Account individualisiert. Und dann könnt ihr loslegen mit dem Analysieren. Lasst euch nicht frustrieren im GA4-Account, wenn nicht von Anfang an alles sofort klar ist. Es ist sehr learning by doing. Und jedes Mal, wenn man sich wieder einloggt in den Account, wird es dann auch wieder leichter. Und man kann besser die Verknüpfungen herstellen. Es hilft auch, wenn ihr euch immer eine gezielte Frage überlegt, welche ihr analysieren möchtet. Also wenn ihr euch eine Fragestellung notiert, zum Beispiel möchte ich die demografischen Merkmale über die organischen Suchen analysieren und dann wisst ihr genau, welche Daten brauche ich dafür und in welchen Bericht muss ich jetzt hineingehen, damit ich das analysieren kann. Also so eine Fragestellung kann das ganze Web Analytics sehr vereinfachen. Falls ihr jetzt noch mehr über GA4 oder die ganze Welt vom Web Analytics erfahren möchtet, haben wir hier auch noch weiterführende Kurse, über die ihr euch hier mit den zwei Links informieren könnt. Also wir haben einen GA4 Basic Kurs, wo wir wirklich nochmal einen ganzen Tag darauf eingehen, wie ist jetzt so eine Property aufgebaut, wie kann ich eine Tracking-Infrastruktur hier aufbauen, und dann ist sicher auch der Google Tag Manager empfehlenswert, damit man diese Tracking-Codes dann auch selber erstellen kann und die Webseite eigentlich selber auswertbar machen kann. Das wäre es von meiner Seite vorerst. Ich hoffe, ihr konntet einen kurzen Einblick erhalten in die Änderungen zu Google Analytics. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Fragerunde. Ich sehe schon, im Chat sind es 62 Fragen. Nicht nur Fragen, auch Kommentare, und man hat auch untereinander ein bisschen sich ausgetauscht, fand ich sehr spannend auch zu lesen. Es sind doch auch einige Fragen gekommen, Simon. Also vielen Dank für deine Präsentation, war sehr gut und spannend. Die eine Frage war, arbeitet GA4 DSGV-konform? Also personenbezogene Daten, zum Beispiel Nutzer-IDs, werden ja weiterhin verarbeitet. Ja, das mit der DSGVO-Konformität, das ist ein riesiges Thema. Ich bin bewusst nicht darauf eingegangen, weil ich darauf leider auch keine abschließende Antwort habe. Es ist sicherlich wichtig, dass man cookie-basiert arbeitet, beziehungsweise dass man einen Banner eingerichtet hat auf der Webseite und dass man dann auch das Tracking darauf ausrichtet. Also das ist sicherlich schon mal wichtig. Der Datenschutz wurde jetzt verbessert mit GA4, aber ich kann hier leider auch keine abschließende Antwort geben, leider, weil ich mich im Datenschutz leider auch zu wenig auskenne, dass ich das hier abschließend beurteilen könnte. Ja, wir werden sicher wieder darauf eingehen, Michel, oder?
Ja, genau. Das ist super. Danke vielmals. Können Reports, Statistiken monatlich per E-Mail versendet werden, war eine andere Frage. Ja, also diese, wenn man individualisierte Berichte eingerichtet hat, kann man diese teilen oder auch exportieren. Ich würde allerdings, wenn ihr etwas versenden möchtet an verschiedene Stakeholder, würde ich empfehlen, mit dem Google Data Studio einen Report aufzubauen, weil dort haben dann die Stakeholder immer laufend eigentlich darauf Zugriff mit den aktuellen Daten und dann muss man nicht noch zusätzlich E-Mails verschicken. Also ich würde eher diesen Weg wählen, anstatt automatisiert. Aber es ist möglich, ja. Ja, cool. Und wie treffsicher, präzise sind mittlerweile die Angaben zu Geschlecht und Alter? Hast du eine Empfehlung zu Reports im Looker? Mhm. Also bezüglich den demografischen Daten, das ist so, dass diese Daten zum einen von den Google-Accounts kommen, wenn man eingeloggt ist, oder auch über Annahmen. Es zeigt im Account schon Tendenzen, also die Geschlechterverteilung und auch mit der Region. Aber diese Daten würde ich immer ja, mit Vorsicht genießen, auch ein bisschen hinterfragen. Zudem werden diese Daten jetzt auch nur noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2 Monate gespeichert. Also das ist auch anders wie bei Universal Analytics. Es werden nicht mehr so viele Daten erhoben und so lange gespeichert wie in UA. Okay. Ja. Kann man auch GA4 mit YouTube verknüpfen, Social-Media-Kanäle? Ja. Wenn man dort Kampagnen schaltet, dann wird das ja über Google Ads aufgesetzt. Ja. Das heißt, wenn man Google Ads auf der Property-Ebene verknüpft hat mit GA4, sieht man auch Insights zu diesen Kampagnen und kann dort eigentlich dann auch schön die Customer Journey abbilden. Ah, ja. Genau. Zweite Frage. Ja, so und kann man gezielt ein Video, das geshared ist, auf einer anderen Site einzeln tracken und detailliert analysieren, wäre so die zweite Frage zu YouTube. Also jetzt YouTube implementiert auf der eigenen Website oder YouTube Kampagnen? Das kommt aus der Frage jetzt nicht so heraus. Weil wenn man selber Videos implementiert hat auf der Website, also auf verschiedenen Landingpages, hat man Produktvideos oder so hinzugefügt, dann kann man das gut auswertbar machen mit GA4, dass man hier die Unterschiede sieht. Okay. Also man sieht dann allgemein, wie viele Videos, Video-Views hatte ich oder Engagement und sieht dann die Unterschiede zwischen den Videos. Also welches hat am besten funktioniert und welches wurde wie lange abgespielt. Ah, okay. Und für was ist Google Signals gut? Google Signals muss man aktivieren, damit die demografischen Merkmale von den Nutzern überhaupt registriert werden. Okay. Genau. Ja, super. Herzlichen Dank. Es sind noch ganz viele weitere Fragen gekommen. Wie gesagt, ich kann leider nicht jetzt auf alle Fragen eingehen, beziehungsweise die Simon. Ich werde die aber gerne aufnehmen und dann mit dem Webinar, also mit der Aufzeichnung, Slides von Simon euch weiterleiten. Genau, jetzt wechsle ich zu meiner Folie wieder. Ja, also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unsere DigiSnacks-Webinare kommentieren, loben, tadeln oder sogar weiterempfehlen würdet mit einem Hashtag DigiSnack auf euren Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen, Feedback oder Fragen habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine E-Mail hinterlässt auf info@digicom.ch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Simon, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für eure Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal.